Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Europa-Fernwanderweg E2 GR5, wo ich ja jetzt von Meserail bei Colmar durch die Vogesen bis nach Sellstadt gelaufen bin. Dies ist jetzt die dritte Etappe bei Aubure. Moment, Aubure ist nicht im Fokus dieser Karte. Aubure ist dort oben. Da bin ich also nachts im Dunkeln noch durch diesen Weg. Der ist nicht ganz ungefährlich, aber geht. So, dann kommen wir hier an diesen Steinehaufen und hier ist auch ein Rastplatz auf der Karte eingezeichnet. Den habe ich dann auch gefunden, stand hier auch etwas daneben. So, und das gucken wir uns jetzt als erstes mal mit dem Finger auf der Karte an und dann auch gehen auch die Impressionen los. Und am Tag 4, so viel kann vorweggenommen werden, sehen wir dann noch mal eine Mautstelle, eine französische. Ist auch nicht das erste Mal, dass ich das aufnehme. Und da gibt es aber auch so viele Videos zu, dass man sich mal fragt, zu den 1000 Videos muss man das 1001. dazu auch noch machen. Wer sich's angucken will, gerne. So, ja, und dann geht's hier erstmal munter den Weg los. Dann kommt hier dieser Königsstuhl. Da habe ich ja auch ein bisschen gefilmt. War ich auch wieder zu dörspaddelig, die Karte zu lesen, weil ich dann sage, wo sind die Markierungen? Ja, auf der Kamera sieht man sie dann. Sie waren nämlich hinter mir. So, dann geht's hier weiter. Ja, da gibt's eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Und dann bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Irgendwo habe ich dann, da habe ich ausführlich gefrühstückt. So, da sitze ich dann im Wald, da habe ich dann auch entsprechende Videoszenen, wer sich das angucken möchte. Dort kamen mir noch drei junge Männer mit schweren Rucksäcken entgegen. Man hat sich dann gegrüßt, ja, aber auch kein Wort miteinander gewechselt. Das dürften also auch GR5 Thru-Hiker oder irgendwie sowas sein. Ein Auto ist mir dann noch begegnet. Ja, mehr aber auch nicht. So. Jo, und dann geht das Ganze hier so seinen Weg. Ja, hier gibt's gar nicht so viel zu sagen. Das ist eine schöne Wanderung erstmal. Ja, und man wandert. So, dann kommt hier Ribeauvillé. In Ribeauvillé ist ein bisschen Infrastruktur. Und zwar haben wir, wenn jetzt der Fokus, die Maus jetzt mal reagieren würde, wäre das ja ganz schön. Irgendwo hier hinten bin ich jetzt blind? Ja, ich sehe es gerade nicht. Na, ist auch egal. Irgendwo hier soll da. Da ist ein Lebensmittelladen eingezeichnet. Der ist auch auf den Karten drauf. Ob der jetzt da ist, weiß ich nicht. So, von Ribeauvillé sieht man eigentlich gar nicht viel. Ja, dass ich hier immer wieder durcheinander komme mit Vorwärts und Rückwärts, hängt mit dieser dämlichen Touch-Steuerung von dem Notebook zusammen. Ja, sei es drum. So, hier sieht man einen kleinen Parkplatz, da konnte ich aber auch nicht viel filmen. So, und dann kommt aber von hier aus geht's dann nur noch den Berg rauf, den Berg rauf, den Berg rauf. Also wirklich so teilweise, da sieht man auch noch eine Kletterstelle sogar. Und dann kommen hier oben dieses Fort Chateausee St. Ulrich, da bin ich auch gewesen. Dies habe ich mir verkniffen. Dann gibt's hier oben noch mal ein Chateau. Da muss ich jetzt zu sagen, diese Steigung, die ist so anstrengend, dass ich dann wirklich kurz vorher irgendwo hier musste es gewesen sein, kurz hinter dieser Kletterstelle, die ihr dann gleich bei den Impressionen seht, noch eine Sitzgelegenheit gefunden habe. Und dann war ich aber auch, dass das so kurz vorm Gipfel ist, wusste ich eben nicht. Du hast nicht immer alle Informationen, die du brauchst. So, das ist so die größte Hürde, darum gehe ich da so ausführlich drauf ein, die dann noch kommt. Und das war's dann auch eigentlich. Es kommen schon noch so ein paar Sachen. Hier kommt noch Tannenkirch. Tannenkirch hatte ich ja bei den letzten Videos schon gesagt. Hier ist auch noch ein Lebensmittelladen eingezeichnet. Da sieht man ihn, ne? Da ist aber nichts. Ich habe davor gestanden. Man sieht wohl, dass das mal irgendwie ein Geschäft war, aber da ist halt heute nichts mehr. So, ja, und dann geht das hier wieder seinen Weg.
Die Gegend wird relativ trocken da hinten, muss ich ganz ehrlich sagen. So, die erste Wandererschutzhütte ist hier. Wobei da ein Riesenschild steht, Camping verboten. Aber das habe ich ja immer wieder gesagt in Frankreich. Entweder hast du alle 1000 Meter so eine Wandererschutzhütte oder du hast 50 Kilometer keine. Also die ein bisschen besser zu verteilen, wäre schon ganz schön. So, dann gibt's hier Haut Königsberg oder Château du, ja, wie auch immer. Lassen wir das besser. Hier ist eine Riesenbaustelle gewesen. Moment. So, ich bin dann hier von diesem Parkplatz dann trotzdem hier hoch und dann hier außen rum und komme dann hier wieder. Hier ist so ein Häuschen, irgendwie so ein Kiosk, keine Ahnung. So, und dann geht's richtig Stufen runter, eine Treppe runter und dann läuft man hier unten, seht ihr dann in Serpentinen runter und ja, und irgendwo habe ich da dann auch noch wieder ein Zelt gesehen mit zwei, ja, Wildcampern. Das sehen die aber in Frankreich wohl nicht so dramatisch. Aber auch dort hat man sich weiter nichts zu sagen. So, man grüßt sich. Dann gibt es hier an diesem Stück gibt es noch was zu sagen. Das ist also schon, seht ihr hier einen Weg, der parallel der Straße läuft. Ja, ich bin auch irgendwann noch mal auf der Suche nach einer Sitzgelegenheit. Es war schon dunkel. Dann hier glaube ich oder hier auf dem Parkplatz irgendwie geguckt. Ich denke Parkplatz, da könnte eine Bank sein. Nein, Fehlanzeige. So, hab mich dann, hab dann natürlich überlegt, ob ich diesen Schlenker laufe. Ja, laufe ich. Und hier gibt's eine Umleitung. Man kommt also hier nicht an diesen Zoo oder was auch immer das hier ist ran, sondern geht dann hier hinten durch und irgendwie trotzdem hier kein Weg angezeigt ist, bin ich trotzdem irgendwie wieder hier gelandet und von geradeaus auf diese Schutzhütte zugekommen. Da war es aber auch schon richtig dunkel und ich hatte dann ja auch das Ziel Auto. Kommen wir gleich noch zu. Ja, so, und dann geht das Ganze hier simpel jetzt seinen Weg. Da kommen noch ein, zwei so Pavillons, die hier teilweise gar nicht so auf der Karte draufstehen. Also ich meine, einer sei noch. Moment, komme ich hier näher ran? Da ist zum Beispiel noch mal einer. Doch, der steht doch drauf. Das war auch noch nicht der letzte. Es kam noch einer bis Ribeauvillé. Ja. So, hier ist noch mal ein Brunnen eingezeichnet. Ich weiß nicht so richtig, ob das da ist oder hier unten, da bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Das ist ein Glücksbrunnen und da stand auch ein Schild, dass der im Rahmen der Christianisierung dann zu einem Heiligenbrunnen wurde. Dazu habe ich ja Videos online, möchte ich hier jetzt nicht großartig nochmal wieder mit langweilen. Also sie werden wenig geguckt, bis gar nicht geguckt. Scheint also irgendwie Heiligenverehrung heute wohl auch nicht mehr groß zu interessieren. Das war aber auch schon dunkel, da habe ich die Kamera nicht mehr ausgeholt. Aber die scheinen auch, das sind auch Brunnen, die wohl offensichtlich irgendwie zu versotten scheinen. So sieht das aus. Dass da, also wie gesagt, die Gegend ist schon sehr trocken, das merkt man dann auch. So, und dann kommt man hier unten das nach Châtenay, heißt es, glaube ich, rein. Und dann geht es hier unten an diese Stelle. Hier ist auch noch irgendwie eine Jugendherberge eingezeichnet. Ich habe davon, also dieser Parkplatz, der ist da. Ich habe da also jetzt nichts Großartiges gesehen. Da Châtenois. So, und von da aus bin ich den gleichen Weg, den ich bei der letzten Tour Sellstedt Bar andersrum gegangen bin, jetzt hier wieder zurückgelaufen, hier simpel die Straßen durch. Kann ich so viel zu sagen, den Weg, den man schon kennt, nochmal zu laufen und ihn dann in die Gegenrichtung zu laufen, ist irgendwie ganz spannend. So, hier oben kommt man dann nach Sellstedt rein und mein Auto steht ja hier unten. Eine direkte Verbindung, ihr ahnt es schon, sieht man nicht, man muss immer also auf den Ankertäten hier irgendwie durchlaufen. Und ich war dann doch richtig rum, kam dann hier oben an dieser Ecke raus, ja, und musste dann, dafür will ich jetzt aber ein Ohr haben, nochmal einmal über den Parkplatz laufen bis hier hinten. So. Dann nach Hause über diese neue Autobahn.
Und da seht ihr dann gleich auch die Mautstelle, eine sogenannte offene Mautstelle, wo man also nur durchfährt. Ausblick. Es kommen jetzt etliche Touren vom RVN, Round van Nederland. Da habe ich doch schon mehr geschafft, als ich dachte. Den E3 Süd habe ich abgeschlossen. Das wird wahrscheinlich sogar das nächste Video. Wie geht's jetzt mit dem E2 weiter? Da wird die nächste Tour eine Mehrtagestour wieder sein. Von wahrscheinlich werde ich mit dem Auto nach Thann fahren. Von da aus mit dem Zug nach Meseral wieder und dann nach Thann zurücklaufen. Und dann fehlt ja noch eine Mehrtagestour bis nach Basse-Vette wahrscheinlich. Auch von Thann aus wieder wahrscheinlich in Thann parken, weil sich das ganz gut ergibt. Wobei in Basse-Vette kann man auch ganz gut parken, was ich bisher auf der Karte so gesehen habe. Muss ich aber dann entscheiden. So, und dann fehlt im Deutschlandprojekt ja noch die ganze E6-Tour. Da bin ich jetzt vom Markt Redwitz bis zum großen Araber, also Frauenau im Bayerischen Wald. Das fehlt alles noch. Und das wird also auch alles jetzt, soll in Kürze jetzt angehen. Mal gucken, wie ich es mache, weil ich allmählich ja auch gemerkt habe, dass ich da unten auch mit Eis und Schnee und so weiter zu kämpfen habe. Dann starten wir jetzt mit den Impressionen. Guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 23. März 2022, und ich bin auf dem Kaiserberg, Martin Kaiser, 1926 bis 1995. So, da habe ich die Nacht verbracht. Das stand auch in der Karte so drin, und ich stand gestern Abend hier auch und war am Gucken. Ich denke, muss hier irgendwo sein, und oh, da ist es ja. So, hier sind Köter in der Nähe, die haben auch, ja nicht die ganze Nacht, aber kräftig gekläfft. So, hier war noch gestern, das war noch ganz spannend. Hier musste ich noch Steine hochklettern. Ja, also der Weg ist nicht ganz ungefährlich. Also gestern war es gefährlicher, definitiv gefährlicher. Also vorgestern, und gestern war es nicht so gefährlich. Aber hier diese Steine hier, durch diese Steinlandschaft, ähnlich wie auf dem Dreisessel da oben. Ja, du musst dann ja auch noch den Weg finden, und hier ist irgendwo auch noch da hinten, glaube ich, eine Steintreppe oder sowas, wo ich noch rauf musste. Ja, aber ich lebe noch. Nein, ich war schon in gefährlicheren Situationen, sicherlich. Jo. So, heute ist definitiv, ich hänge zurück. Ich hänge zurück. Das ist schon Plan B, wo ich jetzt drin bin. Und Plan B heißt 3x 30 Kilometer, war Plan B. Es ist 7 Uhr, kurz nach Sonnenaufgang. Sicherlich hätte man auch noch eine Stunde früher los, aber es nützt nichts. Homo sapiens muss auch ungefähr schlafen. Und ich gehöre in die Kategorie Einstein. Man sagt immer, der soll über 10 Stunden am Tag geschlafen haben. Typisch Frankreich, da war ich gerade stehen geblieben. Ich gehe davon aus, das letzte Video, was wurde? Feuerstelle, da ist Sitzgelegenheit und da ist eine Feuerstelle. Und na, so mitten in so einem Tannenwald, ich weiß nicht. Also ja, das Bit-Würfel, den kannst du ja anmachen. Aber mehr würde ich auch nicht anmachen. Das würde ich mich schon wieder nicht mehr trauen. Wieder eine Sehenswürdigkeit. Aber diese Schrift finde ich so interessant. Darum hole ich die Kamera raus. Jetzt scheint die Sonne gerade aus der verkehrten Richtung. So. Königstufhülsen, 938 Meter, 1909. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da hoch will, ob ich da hoch muss. Und was es dann von hier oben so zu sehen gibt. Ach, da habe ich jetzt keine Lust hochzuklettern. Es ist 8 Uhr und ich stehe im Wald. Hinter uns ist auch Tannen. Ja.
Wir müssen noch ungefähr 1500 Meter bis zur nächsten Sitzgelegenheit sein, wo wir dann frühstücken können. Ja, ich mache mich ja immer zuerst auf den Weg und fange dann an zu frühstücken. Ja. Weil ich dann bei Passanten die Frage, haben Sie hier übernachtet, mit Nein beantworten kann, ohne rot zu werden. Ja. Der Weg ist bisher sehr schön. Auch da gerade an dem Stein, ja richtig. Die Markierung war sehr wohl da. Bloß, ich musste anders an dem Stein vorbei. Das habe ich auf den Karten, war das eindeutig zu erkennen. Oder ich bin zu dämlich, eine Karte zu lesen. Letzteres ist wahrscheinlich eher der Fall. Von da bin ich gerade gekommen, da oben habe ich gerade die 8 Uhr Aufnahmen gemacht. Weit ist es nicht weg. Als ich dann diesen heiligen Stock sah, der hätte mich jetzt noch nicht weiter gerührt. Aber als ich dann die Inschrift las, Johann Floderef vom Blitz getroffen. Ich dachte auch, das sei irgendwas, das sieht modern aus, ja. Also neu. Und da ich ja auch schon Erfahrung mit Gewittern hatte, schon zweimal, ja. Wobei die Frage ist, hier mitten im Wald. Ja gut, Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du suchen, Weiden sollst du meiden. Aber hier steht nichts von diesen drei, soweit ich das beurteilen kann, ich bin kein Förster, steht hier nichts von diesen drei Sachen rum. Weiß man alles nicht, ob das jetzt hier passiert ist. Aber natürlich, der Blitz schlägt irgendwo ein und wenn die Bäume alle gleich hoch sind und das sieht hier so aus, ja. Um 9.26 Uhr schon wieder. Weit bin ich noch nicht gekommen. Hier habe ich jetzt gerade in aller Ausführlichkeit Pause gemacht, also gefrühstückt. Ich denke, das darf man auch. So, mitten in einem Birkenwäldchen. Wieder 1, 2 Feuerstellen, so typisch französisch. Aber ich persönlich weiß ich nicht. Ein Esbitwürfel habe ich angemacht, ja. Aber Feuer würde ich jetzt hier mitten im Wald so nicht machen wollen, ne? Egal, was sie mir sagen. So, ich habe die Solarzelle rausgeholt und dann kam ich mir vor wie bei Homo Faber, seinem Flugzeugabsturz. Ich bin gerade am Überlegen, ob das im Flug des Phönix nicht auch vorkommt. Die Sonne dreht sich ja und lange, dann war hier auf dem Tischsonne, bis nicht mehr ging, dann war da an diesem Holz, hat sie noch lange gestanden, bis auch dort der Baum reingewandert ist. Ja, und dann habe ich in den sauren Apfel gebissen und sie da unten hingelegt, doch. Und es hat für die, die sich fragen, lohnt sich das? Ja, lohnt sich. Ob ich jetzt, das ist dann ja die nächste Überlegung, ob ich sie mir nun hinten auf den Rucksack binden würde. Eventuell, es gibt ja mittlerweile auch Solarzellen, die man biegen kann. Weil das ist wirklich noch ein Problem. Das Ding ist ziemlich sperrig. Das weiß ich jetzt nicht. An die Heckklappe des Rucksacks irgendwie dran binden. Da habe ich schon mal gemacht, ja. Ob das jetzt allerdings wirklich was bringt, weil da ist schon eine spezielle Elektronik drin. Habt ihr ja in dem Video gesehen, man schließt die Solarzelle, wird immer an die Powerbank angeschlossen und die Kamera kommt dann an die Powerbank. Also Solarzelle, Powerbank, Kamera. In der Reihenfolge wird das zusammengestöpselt. Das hat Gründe. Weil die Powerbank einfach, das erste Problem ist mal, das Handy schaltet, wenn du durch eine Schattierung, wenn die Solarzelle in den Schatten kommt, weil da irgendwie was vorbeifährt, fliegt, geht, wie auch immer, was kurzzeitig, dann schaltet das Handy ab und dann auch nicht wieder an. Und da ist halt eine Elektronik drin,
Ja, wie das genau, das müsste eigentlich das Cerro-Brenn mal auseinanderbauen, aber dafür ist es zu teuer, mir zu teuer. Was da jetzt, ob das wirklich nun eine Raketenwissenschaft ist, wie man in Ostdeutschland sagt, oder Hexenwerk, wie man in Westdeutschland sagt, oder ob das irgendwas ganz, ganz Billiges ist. Jetzt geht's mal weiter. Ich weiß nicht, warum ich die Kamera raushole. Von da bin ich gerade gekommen, Ribauville. Da geht's gleich weiter. Und ja, da ist wieder ein Schild, was ich nicht lesen kann. Und hier sind wieder diese Markierungen auf den Bäumen. Nee, in die Richtung sind die gar nicht. Die sind dann nur wieder da. Das heißt doch irgendwie wie in Tschechien. Das muss irgendwas mit Umweltschutz oder so zu tun haben. Die Sitzgelegenheit habt ihr gesehen, ne? Ja. Oh, hier ist Wasser. Ein Tümpel. Da haben wir auch selten gehabt, aber gut, wir verlieren auch an Höhe im Moment. Da. Ein Weiher. Ein Weiher. Also da, wenn es dann so weit kommt, dass ich da Wasser rausziehe, ja, ich weiß nicht, da müsste man dann schon so einen Filter haben, so einen Wasserfilter haben, den habe ich nicht. Wie gesagt, ich bin da chemisch unterwegs und das geht nur um Trinkwasser aufzubereiten, was schon mehr oder weniger Trinkwasser, was sowieso schon Trinkwasserqualität hat, da geht es um. Es ist 10 Uhr. Von da bin ich gekommen. Jo. So, hier sind wir auch wieder. Ich muss da wirklich über irgendeine unsichtbare Grenze gestolpert sein, der Grenze der Zuständigkeiten gestolpert sein. Also die Ausflaggung wird wieder zunehmend besser, so dass an diesem Punkt, ja, es kann auch zu viel werden. Das ist wie im Harz, kann ich das auch, dass die Wege freigeräumt werden, aber selbst das Holz, was sie hier offensichtlich rausgesägt haben, wird nicht abtransportiert. Habe ich gesagt, dass die Wege freigesägt werden? Oder ist der gerade erst umgekippt? So, wie kommt man da jetzt rüber? Ist da schon irgendein Weg außenrum? Ich würde oben drüber klettern wollen, dazu mache ich die Kamera aber aus. Von da bin ich gerade gekommen und hier geht es jetzt in einer Serpentine den Berg weiter runter. Wenn ich das denke, sehe, dass wir da unten noch hin müssen, das müsste Ribauville sein, und dass wir dann da oben wieder auf die Burg hoch müssen. Nur mal so zwischendurch. Bergab ist doch so viel schöner.
Es ist 11 Uhr. Und ja, sehe ich schon irgendwas. Da oben müssen wir gleich hoch. Das ist ziemlich sicher, das steht auch auf der Karte drauf. Wir können mal eben uns drehen, da ist eine Mauer zu sehen, ja. So, da bin ich gerade, wo das Stoppschild steht, da bin ich gerade rausgekommen. Ja, aber von hier aus, man sieht, ich hätte jetzt gerne so eine Perspektive, wo man nicht nur den einen Hügel sieht, sondern auch den anderen. Hier bin ich in so einer kleinen Schutzhütte. Na, Schutzhütte kann man das eigentlich nicht nennen. So, das hier ist Ribauville und das ist natürlich ein Ausblick. Jetzt wird auch klar, warum jetzt gleich eine Burg nach der anderen kommt. So, und da oben muss ich irgendwie, ich kann mich da an den Dings erinnern, dann den Berg irgendwie rauf. Da oben auf dem Berg muss ich gewesen sein. Wein bauen sie hier schon an? Ja, okay. Da sind 1, 2 Burgen, was ich so sehe. Es ist 12 Uhr. Nee, es ist eigentlich schon 11:55. Ich habe die 12 Uhr Aufnahme nicht bald vergessen. So. Ja, und hier sieht man mal wieder das Beispiel. Es geht mit leerem Rucksack runter nach Ribauville. Dort unten ist das Geschäft. Und dann geht es mit vollem Rucksack wieder rauf auf der anderen Seite. Wie immer, habe ich mich in Tschechien 2019 schon so drüber. Ja, was heißt geärgert? Wie will man es anders machen? Manchmal auf dem Klinovic oder so gibt es Kioske, die schon mal einiges da haben. Aber die richten sich natürlich an Spaziergänger und Tagestouristen und nicht an Fernwanderer. Was ich hier streng genommen nicht mal bin, sondern eigentlich nur Weitwanderer. Und da oben kommt die nächste Bank. Ich frage mich gerade, ob ich mir diese Steilheit nur einbilde oder ob das wirklich so ist. Erstens, ich bin auf einer Ritterburg. Zweitens ist da die nächste Ritterburg. Drittens, man kann hier noch weiter nach oben, wenn ihr mal guckt. Oh, da habe ich nur einfach jetzt keine Lust drauf. Wenn weniger zu tun wäre, also wenn hier weniger Fußvolk unterwegs wäre, würde ich es vielleicht machen, Rucksack unten lassen. Da kommen wir auch nicht drüber. Ja, ihr kennt meinen Spruch, die Kamera fängt das nicht ein. Zumindest wollen die keinen Eintritt haben. Aber gut, es gibt von diesen Burgen auch, von da bin ich gerade hochgekraxelt und dann den ganzen Weg da in Serpentinen runter. Da unten kraxeln auch noch 2. Oh, nee, aber so, was man da jetzt so ganz genau sieht, also das muss Ribauville sein, definitiv. Jetzt bin ich doch oben. Das ist eine Riesenanlage hier. Da ist noch ein anderes Türmchen. Ja, da oben auf dem Berg muss ich letzte Nacht gewesen sein. Und da sieht man ja auch so Wege, wenn die Kamera es einfängt. Da unten ist ein Raum. Boah. Na gut, der Blick in die Landschaft ist von unten nicht anders als von hier oben. Ja. Mal gucken, was noch kommt. Da ist noch eine Bank, da steht eine Solarzelle mitten im Weg. Könnte auch noch vorbeikommen.
So, hat sich das gelohnt? Jetzt wieder runter. Ja, und so sieht das jetzt im Prinzip wie die anderen Türme, die wir immer so mal wieder besichtigt haben, auch aus. Stufenzellen, aus dem Alter bin ich raus. Mich wundert ja, wie viel Betrieb hier noch ist. Wir haben einen ganz normalen Mittwoch. Ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwie Ferien sind oder so. Von da bin ich gerade gekommen. Ich kraxel den Berg hoch. Ich weiß gar nicht, auf die Burg, wo ich gerade eben die 13 Uhr Aufnahmen gemacht habe. Ja, und hier passiert jetzt was. Da frage ich mich, ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Vor allen Dingen, man sieht da oben immer noch nicht, wo es eigentlich hingehen soll. So, da muss ich die Kamera ausmachen, der hat keinen Zweck. Es ist 15 Uhr. Wir machen den Schwenk durch den Wald. Da bin ich gekommen. Ja, wenn man jetzt wüsste, was man will, ne? So, die letzte Bank, wo die Aufnahmen eventuell nichts geworden sind, wo ich gesagt habe, davon kann man die Zebrastreifen, wo ich um 11 Uhr rüber bin, so schön sehen, ja. Ich weiß nicht, ob die Aufnahmen geklappt haben. War unmittelbar dann vor dieser Burg. Ne, das wusste ich jetzt nicht. Also die 100 Meter auch bergauf hätten den Kohl jetzt auch nicht mehr fett gemacht. Darum habe ich jetzt an der Burg nicht nochmal gehalten, sondern bin zügig dran vorbeigezogen. Und seitdem geht es bergab. Gleich müsste wieder eine Bank kommen, gemäß Karte. Mal gucken. So, einen Berg haben wir noch vor uns, auch 700 Meter. Es geht schon wieder verdammt stark bergab dafür. Aber den werden wir auch noch schaffen heute. Den werden wir auch noch schaffen. Sorgen machen mir gezuckerte Getränke. Sollte es in Tannkirch einen Laden geben, dann werde ich doch ernsthaft nochmal nachkaufen müssen. Aktuell sieht es so aus, das Wasser, was ich unterwegs geholt habe, weil ich auch da Bedenken hatte, dass es reicht, werde ich wohl doch nicht brauchen. Ich habe auch bewusst nur einen Liter geholt. Ne? Diese 3-Tagestouren sind halt doch irgendwie überschaubar, auch wenn sie immer Überraschungen bereithalten. Ach ja, der Wirtschaftsweg, der da unten ist, oder der Forstweg, den hätte man auch gerade ausgehen können. Hätte ich nicht über diese Fettkes laufen können, gemäß Karte. Aber es ist ein ganz schönes Plätzchen oder Single Trail auf Neudeutsch. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, da oben hängen unsere Schilder. Das sind aber hier die regionalen Wanderwege. Und hier steht dann auch drauf St. Ulrich, wo ich oben war. Den habe ich mir dann ja geschenkt. So, jetzt sind wir wohl hier. Da. Und müssen dann Tannkirch hier weiter hoch. Wieder auf 700 Meter. Das müsste dann ja... müsste man eigentlich von hier schon sehen können, da oben. Da bin ich mal gespannt, was uns noch erwartet. Es ist schon wieder 20 nach 4. Ich weiß nicht, ob ich 4 Uhr Aufnahmen gemacht habe. Aber ich habe hier schon wieder lange gesessen. Und ja gut, ich habe es nicht weiter eilig. Da oben, das ist ein Bücherschrank, habe ich mir gerade angeguckt. Da kann man auch Tonbandkassetten drin finden. Nun ja, so.
Ja, so sieht es ja aus. Anfangs hatte ich überlegt, die Bank zu nehmen. Hier ist wohl noch Verkehr, aber an mir stört sich hier keiner. Es ist 17 Uhr. Ja, da ist eine Baustelle zu sehen. Hinter uns ist Wald. Das sieht hier alles schon recht trocken auch aus. Also ich bin über Brücken gegangen, wo kein Wasser drunter herfloss. Und auch über solche Bretter, die man so in den Boden legt, wenn es zu sumpfig wird. Da war aber überhaupt kein Sumpf. Und ja. Wenn ich das richtig sehe, ist das da hinten die nächste Wanderer-Schutzhütte. Und hier vorne, ja. Ja gut, da können wir uns noch mal eben hinsetzen. Aber wenn man dann hier mal guckt, hier ist also viel zu viel Bebauung. Sieht das Ganze aus. Ja. Soweit erstmal alles ganz gut. Aber wie ich schon sagte, hier ist zu viel Bebauung drumherum. Zu viele Leute, die Langeweile haben. Guckt euch das mal an. Nelson Mandela, Plaute, Abraham Maslow, Charles Darwin, da steht Gott sei Dank nichts drunter, Aristoteles, Albert Einstein, könnte man jetzt einer nach dem anderen abfotografieren und mit Google Lens sich übersetzen zu lassen. 18 Uhr, ja, ich sitze schon wieder, ich bin hier jetzt auf irgendeinem Parkplatz oder so. Zelten ist hier verboten. Der Parkplatz steht irgendwie videoüberwacht, wobei ich mich frage, wo die Kamera sein soll. Aber Kameras sind heute nicht mehr groß. So, da oben geht es gleich weiter. Und von dort bin ich gekommen. Und irgendwie habe ich den Eindruck, ich kriege heute nichts auf die Kette. Aber das ist jetzt gleich, das habe ich jetzt endgültig nachgeguckt, die wirklich auch die letzte Steigung dann. Es ist 19 Uhr, 18.40 Uhr war Sonnenuntergang. Ja, wir stehen im Wald. Geht in Serpentinen jetzt den Berg runter, ganz ordentlich. Wenn du den Berg natürlich rauf musst, da unten steht ein Zelt, da muss ich mal eben dran vorbei, unauffällig. Und dann wollte ich noch ein bisschen was erzählen. Was so, der Weg ist nämlich an diesem an dieser Burg, Königsburg oder wie sie heißt, Haut Königsburg, massiv umgelegt worden. So, ich mache die Kamera mal aus, bis ich da vorbei bin. So, jetzt stehe ich natürlich gerade wieder an so einer ungünstigen Treppe. Eine Bank. So, also an diesem Königsburg ist der Weg massiv umgelegt worden. Oder ist umgelegt. Und immer wenn die Markierungen von den GPS-Daten abweichen, werde ich ja nervös. Jetzt sind wir mittlerweile aber wieder, hatte ich ja schon gesagt, über irgendeine unbekannte Grenze marschiert. Und ab hier ist die Auslagung ja wieder super in Ordnung. Ist schon fast wieder ein bisschen zu viel. Und hat aber geklappt. Einmal komplett außenrum. War ein bisschen nervig. Weil in Serpentinen dann nochmal und da unnötige Kilometer. Aber geht nicht anders. Ne? Gut. Ja, und dann, als ich außen rum war, dann wieder hier auf die Serpentinen und jetzt runter. Und jetzt gucken wir mal, was noch passiert. Also, auch wenn es schon dunkel ist, das wollte ich trotzdem noch mal versuchen zu filmen. Hier ist wieder eine Hütte. Col du Rotenberg, 830 Meter. Morell, Mai 1993, renoviert 2011. Ich weiß nicht, was die Kamera jetzt noch sieht. Wahrscheinlich nicht allzu viel. Hier drinnen stehen 1, 2,
drei, vier große Tische. Hier ist noch eine Sitzgarnitur eingezeichnet. Das ist aber richtig ein Pavillon mit Dach drauf und mit entsprechend auch Sitzgelegenheiten drin. Hier geht die Hauptwanderung jetzt zu Ende. An der Kirche bin ich letztes Mal eingestiegen. Technische Daten sind 31,5 Kilometer, 22.37 Uhr. Es ist natürlich noch nicht zu Ende. Ich muss jetzt noch zum Auto zurück. Ich bin wieder da. Das kennt ihr ja schon. Kilometerzähler jetzt endgültig. 35,27 Kilometer, 23.42 Uhr, 4,1 in Bewegung, 2,2 km/h Gesamtschnitt, 174 Meter über Normal Null, 8 Stunden 33 in Bewegung, 7 Stunden und 49 Pause. Auch das war wieder eine schöne Wanderung. Es bleibt die Erkenntnis, ich hätte in Ribauwil einkaufen müssen. Es hat mit den Vorräten alles zwar gereicht, ich habe gerade die leeren Batterien aus der Hosentasche geholt, das waren 8 Stück. Wasser war auf, ich musste sogar noch einen Schluck aus dieser Reserve nehmen, die ich da unterwegs gezapft hatte. Da habe ich also auch durchaus Wasser verbraucht, Wasser hätte nicht gereicht, was ich dabei habe. Gezuckerte Getränke haben eigentlich auch nicht gereicht, aber ansonsten war das durchgestylt. Aber wie gesagt, das Einkaufen unterwegs ist natürlich ein Problem. Ich habe noch drei junge Männer kamen mir heute Morgen entgegen und zwei Zelt. Wie ich sie auch gesehen. Der Weg ist ausgeflaggt. Wir hatten bei diesem Kloster Königsberg eine Umleitung, da ist mir ja nicht ganz wohl. Und anschließend noch bei diesem Zoo. Nochmal eine Umleitung, aber das gucken wir uns dann auf der Karte an. Ich bin noch an einem Brunnen vorbeigekommen. Ein Glücksbrunnen, da stand was von Christianisierung dran. Ja, gut, Frankreich ist laizistisch, die haben hier nicht die Probleme wie wir Deutschen. Ja, aber ansonsten war es eine schöne Wanderung von Ribauwil an den Berg rauf. Der hatte es in sich. Boah, da habe ich nicht mehr mit gerechnet. Die Frage stellt sich, wie sieht das Ganze aus, wenn man es in die andere Richtung geht? In diesem Sinne. Doch, das ist eine etwas übertriebene Wildbrücke. Ich bin wieder zu Hause. Heute ist Donnerstag, der 24. März 2022. Das waren jetzt 1162 Kilometer gemäß Tageskilometerzähler. Den hatte ich jetzt anfangs auf Null gestellt. So, ich weiß nicht, ob sich sowas immer lohnt, um 90.200 Kilometer zu fahren, um 90 Kilometer zu wandern. Meine Freundin sagt dann immer, ich fahre nicht länger, als dass ich laufe. Das ist für die immer der Maßstab. Das machen aber viele Wanderer, die ich kenne, gerade im IVV, die setzen sich da irgendwelche Grenzen, wie weit sie denn fahren zum Wandern. Macht, glaube ich, auch Sinn. Würde mich mal interessieren, lohnt sich das? Was ist jetzt noch weiter passiert? Ja, ich kam dann ja gestern am Bahnhof wieder an
gestern Abend und habe mich nur noch hingelegt. Heute Morgen um 7 irgendwann, müsste ich mal gucken, wo ist das Navi? 8 Stunden in Bewegung und 4 Stunden in der Pause, also 12 Stunden könnt ihr ja zurückrechnen. Könnt ihr nicht, weil ihr nicht wisst, wie spät es ist. Jetzt 8 Uhr. Heute bin ich 583 Kilometer gefahren. Ja. Wobei ich es ruhig ab angehen lassen. So, dann bin ich heute Morgen da ja losgefahren, habe dann nochmal die Kamera in die Windschutzscheibe gehängt, wegen der Mautstation, die ich noch filmen wollte. Unterwegs sind noch 2, 3 ganz witzige Sachen passiert. Ein Plakettenvertrag. Ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt. Ihr kennt das aus der Reklame. Nur in teilnehmenden Restaurants. Ich bin wirklich in einem gewesen, wenn man das dann Restaurant nennen kann, die nicht teilnehmen. Ich hätte nicht gedacht, dass es das wirklich gibt. Ich habe das immer nur für so eine hohle Phrase gehalten. Was mich stört hier im Auto, ist die Autoelektrik. Ich habe ja diese Powerbank. Ohne die Solaranlage wäre es auch nicht gegangen mit der Kamera. Das hätte nicht mit 3 Akkus, wäre ich nicht über die Runden gekommen. Dieser eingebaute USB-Anschluss hier im Auto, das ist eine Katastrophe. Da kommt kein Strom raus. Ne? Die Powerbank war ziemlich leer. Ich habe versucht, das Handy damit zu laden. Nee, kannst du auch sofort vergessen. Irgendwie lief, ich weiß nicht, ich habe noch nicht gemessen. Ich meine 1 Ampere oder so, aber trotzdem nichts. Ja, und dann war ich natürlich noch in Köln. Bietet sich an, mal bei Globetrotter vorbeizugucken. Ja, und so intuitiv gibt man dann doch wieder mehr Geld. Gibt man dann doch Geld aus. Ja, aber jetzt bin ich wieder zu Hause. Mal gucken, morgen werde ich, denke ich, auch, ist Freitag, wäre zwar schön, diese Wintersviktouren da zu machen, weil unter der Woche ist ganz praktisch, aber vielleicht Samstag, mal sehen. So, bis dahin, ade.